Um diese Gleichung ersten Grades mit einer Unbekannten zu lösen, multiplizieren wir beide Seiten dieser Gleichheit mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von diesen Nennern. Das kleinste gemeinsame Vielfache von diesen drei Zahlen, das ist die 6. Also multiplizieren wir beide Seiten der Gleichheit mit 6, da und da. Und jetzt verteilen wir diese 6 links sowie auch rechts. Und somit erhalten wir diese Gleichung. In der Tat, 6 mal 2x Drittel, das macht 4x. 6 mal minus 3 Drittel, das macht minus 6. 6 mal minus 3x halbe, das macht minus 9x. Und jetzt Vorsicht, 6 mal minus minus 2 halbe, das macht plus 6. Vorsicht bei diesem Zeichen, denn dieses Minus muss auf den Zähler hier verteilt werden. Jetzt rechts, 6 mal 6 Sechstel, das macht 6. 6 mal minus 5x Sechstel, das macht minus 5x. Und 6 mal minus 1, das macht minus 6. Jetzt setzen wir alle x-Terme auf die eine Seite und die anderen auf die andere Seite des Ist-Zeichens, indem wir diese Rechenregeln beachten. Also erhalten wir diese Gleichung. 4x stand links vom Ist-Zeichen und ist auch links geblieben. Genau dasselbe für minus 9x. Minus 5x stand rechts vom Ist-Zeichen, ist also links rüber gekommen und wird dazu plus 5x. 6 minus 6 stand rechts und steht immer noch rechts. Diese minus 6 ist rechts rüber gekommen und wurde zu plus 6. Und diese plus 6 ist rechts rüber gekommen und wurde zu minus 6. Hier steht 4x minus 9x plus 5x, das macht 0x. Und rechts steht 6 minus 6 plus 6 minus 6, das macht 0. Also ist unsere Gleichung diese hier. Was wir suchen, sind alle Werte für x, die mit 0 multipliziert 0 ergeben. Aber jede reelle Zahl mal 0 ergibt 0. Also ist die Lösungsmenge dieser Gleichung die ganze Menge r. Egal welche reelle Zahl, ist Lösung von dieser Gleichung.